Ja, moin. Sie ist Heinrich Schulte-Brömmelkamp aus Kattenfelde. Da hätten Sie mich aber fast erwischt, nicht? Ja, ich wollte mir gerade so eine richtig ordentlich gepflegte Tasche, Tüte reinziehen, weil ist ja jetzt vollkommen legal, ist nicht mehr verboten, wenn du dir einen Joint reinpfeifst. Weil unsere Bundesregierung, Sie wissen, die von der Ampelkollision, die haben sich zusammengesetzt und haben sich gesagt, Mensch, damit wir uns wenigstens in eine Sache einig sind, legalisieren wir den Cannabis. Darfst du sogar selber zu Hause jetzt anbauen. Ich muss mit meiner Frau, mit der Erna mal sprechen, nicht? Hinten im Gemüsegarten, ne? Hinter den Bohnen und wo wir die Erbsen immer stehen haben, da sind noch so ein paar Quadratmeter frei. Da könnte ich mir vorstellen, dass ich mir da was, natürlich für den Eigenkonsum, versteht sich, nicht? Weil da ist das ja nicht mehr schädlich. Weil früher hieß das ja immer, dass die verminderte Reaktionsfähigkeit beeinträchtigt ist, wenn du gekifft hast. Reaktionsfähigkeit unter uns. Ich kenne nicht mal einen bei uns im Dorf, der überhaupt so was hat. Aber egal, jetzt darfst du dir ordentlich einen reinziehen. Und ich habe ja einiges nachzuholen, weil in der Jugend, also in meine Kindertage, ich war ja unter uns, ich war ein liebes Kind, ich war ein Artiger. Ich habe nicht gekifft, nein, niemals. Großes Indianer-Ehrenwort vom kleinen Bauern. Mein Vater, der hätte mir schon was erzählt, nicht? Also, wenn ich schon besoffen mit einem Auto ohne Führerschein fahre und wäre dann auch noch bekifft gewesen, also, da hätte es einen Satz hinter den Ohren gegeben. Und damit bin ich sogar vernünftiger und seriöser als wie der Friedrich Merz von der CDU. Ja, der CDU-Chef, der hat nämlich jetzt zugegeben in so einem Interview, dass er in den Jugendjahren das auch schon mal ausprobiert hat mit dem Kiffen und sich einen Joint reingezogen hat. Friedrich Merz und Kiffen, also unter uns, dem Dealer von damals, dem ist das heute noch so unangenehm und peinlich, der hat seine Tätigkeiten eingestellt und hat sich nie wieder auf den Kiez blicken lassen. Ja, aber jetzt habe ich einiges nachzuholen, nicht? Und ich wollte ja auch nicht der Letzte sein mit den Kiffen, der überhaupt nicht mitreden kann bei uns im Dorf in Kattenfenne. Und da habe ich gedacht, Mensch, wie kommst du an das Zeug? Weil bis ich mir im Garten was angebaut habe, da dauert ja auch noch eine Zeit. Und da ist mir dann der neue Freund von unserer Enkeltochter zu Hilfe gekommen. Ja, weil der hat gute Bezugsquellen, ohne dass es einer Legalität bedarf für eigentlich alles. Bin zu dem hin, ich sag, ey Bro. Ja, dass der mich auch versteht. Ich sag, ey Bro. Ich sag, kannst du mir was besorgen? Ja, sagt, das ist doch kein Thema, meinte der schon Mitte März. Ich fahr mal eben rüber nach Holland. Ich sag, Holland? Ja, meinte der. Da kriegst du das Zeug zu kaufen in Coffeeshop. Coffeeshop, müssen Sie wissen, das ist in Holland so was wie bei uns hier in Deutschland, Chibo und Idusho. Coffeeshop da in Holland, also den Kaffee, den kannst du vergessen, aber die Zigaretten, die sollen ganz gut sein. Ich sag, dann bring mir gleich eine ganze Stange mit. Nee, meinte der, nix Stange, die gäb's bloß in Tüten. Ja, hat er mir so ein paar Tüten mitgebracht, ne? Und ich konnte ja nicht warten, ne? Ich konnte nicht warten bis zum 1. April, wo das legal war, weil ich wollte einmal in meinem Leben was Verbotenes tun. Ich bin ja sonst so gesetzestreu, wenn ich mit meiner Frau mit dem Auto nach der Stadt war und ich habe so einen Parkschein gekauft, für hinter der Scheibe zu legen. Wir fahren erst dann ab mit dem Auto, wenn die Uhrzeit auch abgelaufen ist. In Umkehrschluss, also wenn ich mal eine Parkscheibe stehe, nicht? Und ich komme zu spät zum Auto zurück und die ist schon abgelaufen und ich habe noch kein Knöllchen gekriegt, dann rufe ich mein Ordnungsamt an und lass extra auch am Samstagnachmittag einen rauskommen, dass der mir ein Ticket schreibt. Also ist ja mein gutes Recht, nicht? Aber hier bei den Kiffen da habe ich gedacht, Mensch, also das probierst du schon vor den 1. April aus, nach dem Motto, am Morgen ein Joint und der Tag ist dein Freund. Ja, ich habe das aber auch erst abends gemacht mit den Kiffen. Denn in einen Abend, im Fernseher, da lief diese Sendung Harz aber fair. Hart aber fair. Zum Thema Sozialpolitik diskutierten da die Ricarda Lang von den Grünen und der Philipp Amthor von der CDU.
eine politische Diskussion im Fernsehen und Philipp Amthor ist noch der Vernünftige. Habe ich gedacht, das erträgst du wirklich nur vollkommen bekifft. Da wollte ich mir meinen Joint schön anzünden, wo ich da auf dem Sofa... Meine Frau wieder, Erna, Heinrich, du rauchst mich hier nicht im Wohnzimmer. Du gehst nach draußen auf die Terrasse, da kannst du das machen, aber nicht hier im Wohnzimmer. Meine Gardinen, da schien man auf meine Gesundheit, aber ihre Gardinen. Ja, bin ich rausgegangen auf die Terrasse, hab mich in eine Hollywood-Schaukel gesetzt, aus mein eigenes Haus, aus mein eigenes Wohnzimmer wurde ich vertrieben. Wie so ein kleiner Schuljunge habe ich da geraucht. Da saß ich in eine Hollywood-Schaukel, hab mir dann mein Joint angezündet, ordentlichen derben Zug genommen. Ja, nichts gemerkt, ne? Hab ich da so gesessen, so ein bisschen für mich hin, philosophiert, ne? Plötzlich hab ich gesehen einen Himmel, ein Feuerball. Der kam also von unten links zu oben, über Nachbar Wilhelm seinen Hof vorbei und ging auf die andere Seite. Ich dachte, Heinrich, was war das denn, ne? Kommt das von diesen? Ne, bestimmt nicht, ne? Und wo ich noch so am Nachdenken war, nicht? Feuerball, der nächste, von unten links, wieder über Nachbar Wilhelm seinen Hof, auf die andere Seite, hinter Hühnermanns Mate, ihr Haus runter. Ich dachte, ne, gibt's nicht. Also, ob die Mate und die Wilhelm, ob die das wohl wissen, dass bei dir über den Hof da der Feuerball, in dem Moment, der dritte Feuerball, kam von unten links über Nachbar Wilhelm sein Haus, hinter Hühnermanns Mate, ihren Hof runter. Da habe ich gedacht, ne, das musst du deine Frau, die Erna, erzählen. Die war ja noch im Haus, nicht? Da habe ich gedacht, und wenn du da schon mal reingehst, dann kannst du auch gleich noch auf Toilette. Weil ich musste ganz deutlich mal pinkeln. Ja, sie müssen wissen, im Wohnzimmer darf ich nicht rauchen und auf der Terrasse darf ich nicht pinkeln. Wobei im Wohnzimmer mit pinkeln darf ich auch nicht, anderes Thema. Ich durch die Terrassentür in den Wohnzimmer, ich sag, Erna, ich muss dir gleich mal was erzählen, aber ich sag, geh mal ganz dringend an die Seite, ich muss auf Toilette. Ja, meine Frau da zu mir, Heinrich, kein Wunder, dass du pinkeln musst, wo du schon geschlagene 3 Tage auf der Terrasse sitzt.